Wo gehobelt wird, fallen Späne, meine Freunde. Habt ihr wieder gedacht, ihr seid unbeobachtet, ja? Die einmal alle zugucken. Komm, gib ihm, Alter, gib ihm. Gib ihm. Mach ihn platt, Kiki. Mach er. Seit dem Urlaub bin ich ein anderer. Ich gehe rein, vernichte mit der Schere, manchmal auch mit der Faust, aber sonst waren wieder faire Spieler. Willst du jetzt nochmal Papier anbieten, oder was? Nee, ich wollte die Friedens... Eher Papier zum Tränen abwischen, du Eumel, Alter. Fakt ist, wir hatten eine kurze Pause gehabt, ihr wisst. Das war richtig schön war das. Das war ein kurzer Break zwischendurch, aber der Break ist jetzt wieder vorbei und wir gehen rein mit volle Power... Kanone. Wie volle Powerkanone, Alter. Volle Powerkanone. Drei Wörter auf einmal, Junge. Volle Powerkanone. Ein Film heißt volle Powerkanone. Ihr wisst Bescheid. Von Bud Spencer, Alter, oder von oder von der Michaela Schaffrath. Das heißt, Aste, die Urlaubszeit ist Saison ist vorbei. Wir kommen wieder rein mit voller Powerkanone. Ja, wie? Und Aste, wie hype bist du auf die nächsten Tage? Von 1 bis 2? Mhm. Mindestens 1,5. Da geht er rein. 1,5 ist ein guter Schnitt. Wenn ihr wisst, Ast ist eher so ein 0,1er. Hey, absolute Wahnsinn. Ist eine andere Liga. Das stimmt. Weißt du, wo ich richtig hype bin? Ich wundere mich, immer noch, dass hier platziert, drapiert. Warum liegen hier die ganzen... Manchmal komponiert er auch was. Aber was zur Hölle, was liegt hier rum? Pass auf, ich hab bei euch ein Ratespiel. Findet die Zusammenhänge zwischen diesen drei Sachen hier. Also ich weiß, das gelbe Viech, das heißt... Katschu oder so. Ja. Was denkst du, wie heißt das? Irgendwas mit Pi. P, Katschu. So, der Pikachu ist auf jedem Bild zu sehen. Das stimmt wirklich. Asti, wir haben das Rätsel gelöst. Moment. Bis jetzt sorry für das schwache Entree, aber es wird besser kommen. Moment, aber wer ist noch auf allen drei Bildern zu sehen? Also auf jeden Fall Pokémon-Schrift. Ne, hier fehlt die Pokémon-Schrift. Das Ding ist auch noch da drin. Was mit Misty? Die ist hier drauf. Misty. Hier ist sie nicht drauf. Nee, da ist sie nicht so. Aber Ash. Ash. Warte, Ash. Eins, zwei. Ash. Ey, Aste. Jetzt haben wir es auch, oder? Jetzt haben wir es. Freunde. Aste ist Maschine. Also, Aste hat den Ash ausfindig gemacht. Pikachu. Der Ash. Der Ash. Ash. Kiki, der Ash. Warum redest du über Ash, Ivan? Die Stimme von Ash. Veronica Taylor. Nee. Kommt nach Deutschland in den B-Brothers Store aus Amerika. Nein. Jetzt werden die meisten nicht denken, warum ist Veronica eine Stimme von einem Jungen, aber es spielt ja ein Jungen, hat wohl eine feminine Stimme bekommen und das ist Veronica Taylor, Alter. Und Komödie, das ist ein Hype. Veronica Taylor ist eine der relevantesten Personen in der ganzen Pokémon-Welt, gerade in der ganzen Film- und Seriengeschichte, weil sie ist die Originalstimme von Ash und sie war noch niemals in Deutschland gewesen. Ash, erste Mal oder was? Das erste Mal ever. Krass. Es ist wirklich so. Und wir haben die Ehre, Community, für euch. Sie wird hier im Laden auftreten, also nicht auftreten, sondern verfügbar sein. Für Meet and Greet, unterschreibt Sachen. Meet and Greet, für genau. Fotos machen, Sachen unterschreiben. Sachen unterschreiben lassen, verschiedenste Art. Ob es irgendwie ein Poster ist, ob es eure Karten sind. Alles könnt ihr euch unterschreiben lassen. Ihr könnt Fotos machen, ihr könnt mit ihr quatschen. Das Highlight. Ist alles möglich. Und ich habe Gänsehaut, weil wir hatten auch Mitsuhiro Arita da. Wir hatten Jason Page hier. Wir hatten Ted Lewis, Matthew Sussman drin. Und. Aber Veronica Taylor gehört wirklich einer der heftigsten Personen in der Pokémon-Welt, die in der Realität auch existieren, die Stimme von Ash. Und es ist wirklich auch, im Gegensatz zu den Pokémons, die haben halt ihre Töne. Die reden halt nicht so richtig. Genau. Die aber Pokémons haben keine richtigen Sätze, sonst ja. Was. Das ist halt wirklich von dem... von der Hauptserie, ja. Die Hauptrolle, so ist es, und Frau kommt. Und die Sache ist, wie gesagt, sie ist hier verfügbar, 4 Stunden lang, von 16 Uhr bis 20 Uhr, am 4.9. 4.9.? Am 4.9. Das ist ja mitten in der Woche. Also ja, am Mittwochabend. Aber ist das wieder, Kiki, wegen der Zeitverschiebung, oder was? Nichts Zeitverschiebung. Ja, wie? Das ist Community. Nutzt diese Chance. Wir haben die extra nach hinten gelegt, von 4 bis 8 Uhr abends. Damit die Leute auch nach Feierabend kommen damit können. Man auch, ja, um 6 oder 7 Uhr kommen kann. Ohne Whisky, du bist richtiger Macher, Alter. Du hast wirklich hier die ganze Woche verändert für die Leute. Das muss ich sagen. Mach mal länger, oder was, an dem Tag? Ja, 100%. Ich wirklich, lebe mal, Alter. Wir arbeiten mit 7 an dem Mittwoch, aber wir sind durch für euch. Wir reden wollten über Überstunden. Was wird mal bezahlt, oder wie klären wir das jetzt hier? Hier wegschalten, hier Amt, hier nicht zugucken. Bei uns wird noch ordentlich durchgezogen, ordentlich gezecht. Nochmal, Kiki, da freuen wir uns. Weißt du, wo ich richtig hype bin? Was denn? Ich habe vorhin mal ein paar Karten von mir durchgeguckt. Ja, wie? Hast du irgendwas zum Unterschreiben? Boah. Ja, wie? Wenn das mal, ich habe keine schöne Karte. Deswegen, ihr seid auch angesprochen. Wenn ihr Inspiration haben wollt, okay, diese Person kommt, ihr kennt sie vielleicht nicht,
Community, ihr müsst euch realisieren, die war noch nie in Deutschland. Diese Karte könnt ihr Moment. Nicht von Katze unterschreiben lassen. Aber okay. ihr könnt sie unterschreiben lassen. Die unterschreibt das, oder was? Die Taylor, die Ash auf der Pikachu darstellt. Geil. Auch wenn ihr noch etwas Schönes für die Wohnung haben braucht. Ivan hat ein... Ich habe wirklich ein kleines Bild. Homies for Life. Ash ist ja nicht mehr in der Serie drin. Seit 25 Jahren haben die den rausgepackt. Habe ich diesen Print rausgehauen, unterschrieben von mir, zertifiziert. Und den kann man quasi auch hier erwerben. Veronica Taylor könnte links unterschreiben. Ich kann natürlich auch meine Unterschrift weglassen. Ja, für euch würde ich es machen, ja, damit ihr mal ein schönes Bild habt ohne Unterschrift von mir. Aber das ist ein Sammlerstück, was man sich dann framen könnte, direkt an der Wand. Aber was ich mir privat meine VHS-Pokémon-Dinger, überall ist Ash drauf. Überall. Und die wird mir alle signieren. Also 100%. Und das sind Leckerlis, weil sowas hat keiner. Kannst du mir erzählen, was du willst, da juckt mich nicht, tue ich mir das schön weg. Und einmal nur Inspiration. Aste, hol mir bitte unterschriebene Funko Pops und unterschriebene Jaden Page, damit ihr nur mal schaut, wie sowas ausschauen könnte. Ja, wie? Funko Pop auch, oder was? Aste, holt euch jetzt zwei, drei Sachen, die wir schon in der vorherigen Zeit unterschrieben lassen haben. Ja, wie? Auch so eine CD-Box war das, glaube ich, oder eine DVD-Box. Super tolle Sachen und die machen richtig was her in der Vitrine, noch als nebenbei. Wir werden alles hier unterschreiben lassen. Nehmt das, was wir euch gerade zeigen, als Inspiration. Wir haben diesen Print auch sogar hier vorrätig für euch, wenn ihr da sein solltet an dem Tag. Nehmt eure Karten mit, wir werden natürlich auch ein paar Karten... Also die Karte ist nice, es gibt ja schon mehrere Karten, wo Ash zu sehen ist. Guckt ihr das mal an, Ivan, hier. Ja, Alter. Pass auf. Mit der Description, go to catch them all, genau. Jason Page, er ist der Sänger des Pokémon-Liedes. Und hier ebenfalls Jason Page. Generation won't forget. Bin ich ein riesen Fan von, die ganzen Funkos. Ja. Die sehen auch in der Vitrine immer sehr, sehr gut aus. Alter. Und es sieht einfach so nice aus. Das heißt, wenn ihr auch eine schöne Vitrine zu Hause habt, guckt, dass ihr diesen Tag nutzt. Das Coole ist, es ist nicht nur... Veronica Taylor da. Wir haben natürlich auch wieder Gold Standard Grading. Als ob. Die das auch authentifizieren. Die bauen hier auf, oder was? 100%. Das heißt, du lässt die unterschreiben. Ja. Die Unterschrift drauf, dann gehst du zur GSG und die graden die und authentifizieren die Unterschrift direkt. Im Grade, oder was? Direkt. Das heißt, plus, die geht eine geile Hülle. Die wird geslappt und dann ist sie für alle Zeiten gesichert. Und die sind vor Ort und können euch die Unterschrift authentifizieren. Das heißt, die werden das alles regeln. Deswegen, Community, wir haben GSG da, wir haben Veronica Taylor da. Die Jungs von Rotterdam Comics haben das mit organisiert. Die sind natürlich auch vertreten. Das ist ein Riesenspektakel an dem Tag. Ich hab noch was. Aste, halt dich parat. Ich hab noch was. Eins habe ich noch, wo ich euch zeigen kann. GSG hat jetzt was Neues. Aste, was hat er denn da? Die graden nicht nur Karten. Ich habe mir hier von Gengar, von der Stimme, To Be Brothers, was steht da? Give me the best, oder was? Be the very best, irgendwas. Aber Kiki, GSG authentifiziert auch jetzt Gegenstände, wie dieses Tape. Mit Zertifikat, wirklich? Sticker, alles, Kiki. Voll gut. Guck mal, in der Ecke ist das Sticker drauf. GSG. Da habe ich mir zum Beispiel von meiner Bakura Funko Pop hier noch einen Aufkleber aufkleben lassen und habe die auch quasi, auch wenn es für mich ist, da steht Tuaste, aber einfach für mich so diese Unterschriftsoriginal hat mir die zertifizieren lassen. Vielen Dank, Kiki. Nichts passiert, Community. Naja, ist auch nicht deins, so Eumel, Alter. Lassen wir halt beim nächsten Mal unterschreiben. Ich mach das. Nee, du machst Ivan Sammlerstücke kaputt, okay? Danke, Kiki, hast gut gemacht, Alter. Jetzt, was wir sagen wollten. Das Ding, wir haben Ash und wir haben Gengar. Das heißt, das werden wir doppelt unterschreiben. Stimmt, der kann ja auch nochmal unterschreiben. Das werden wir doppelt unterschreiben und dann gehen wir das richtig in die Zertifizierung. Krass. Also wenn Kiki das eigentlich kaputt gemacht hat. Nee, ich will ja auch sagen, also du kriegst die kleben Sticker drauf, die kriegst ein Zertifikat auch als in Plattform. Und unter dem Zertifikatsnummer findest du den Datum, Ort und was genau ist nochmal. Du hast ein offizielles Sammlerstück quasi, dann ist es zertifiziert auf jeden Fall. Das heißt, nutzt diese Chance. Es ist ein einmaliges Ding. Wir wissen nicht, ob sie jemals danach wiederkommen wird. Das ist das erste Mal in Deutschland und vielleicht auch das einzige Mal. Wir wissen es nicht. Aber nutzt es und gebt das bitte auch euren Freunden Bescheid. Veronica Taylor, googelt sie. Sie hat nicht nur die Stimme von Ash. Wer hat sie denn noch? Sailor Moon. Was denn Sailor Moon? Für die Sailor Moon Serie hat sie auch Stimmen. Moment, gebrochen. Das Sailor Moon? Ja. Ich gehöre auf und jetzt. Natürlich, da ist der 80er, kennt 80er, wenn du zuguckst. Er ist Hype. Ninja Turtles. Als ob. Moment, was gibt's denn da für Frauen? Es gibt nur eine Hauptfrau. Moment. Die sexy Reporterin? Ja. Channel Number 7? Wir reden über Kiki. April O'Neil. Kiki, hör doch auf, ihr glaubst du, wer aber nicht. Jetzt Gendor, da bin ich, hat sie die Stimme von April O'Neil gesprochen? Ja.
Die heißeste. Nur, es gibt nur eine zweite, die so ein Overworld tragen kann wie sie. Trixie von den Chip und Chap, Alter. Google das. Die heißt Mechanikerin, Alter. Google Trixie von den Chap. Trixie, check mal bitte ab. Trixie und von Chip und Chap und April O'Neil von Turtles. Das waren Kaliber. So Dinger kannst du heute nicht mehr kriegen, Alter. Da war die Cartoons noch eine ganz andere Welt. Deswegen, Community, nutzt die Chance. Also wir sind Hype. Wir werden sehr viele Sachen unterschreiben lassen. Wir müssen die Chance nutzen. Merkt euch das. 4.9. Veronica Taylor im B-Ball Store exklusiv und ihr könnt ein Teil davon sein. Es wird Geld genommen für das Meeting oder also genau. für die Unterschrift. Ein paar Goldmünzen müsst ihr abdrücken. Goldtaler. Aber es wird auf jeden Fall komplett bezahlbar sein. Also so wie ich weiß, in letzter Zeit hatten ja auch ihren eigenen so wie Merch dabei. Die haben auf jeden Fall Sachen dabei zum Unterschreiben. Ja. Von sich aus kann man dann auch bei denen kaufen. Ja. Wenn ihr was habt, was cool ist, nehmt es mit. Kann überall sein, wo Ash, auch alte alte Merlin-Sticker-Alben, überall wo Ash zu sehen ist, könnt ihr quasi... Und vielleicht habt ihr ja noch eure alte Kindersammlung. Wie gesagt, nutzt diese Chance. Das ist ein einmaliges Ding, Community. Das, ja. Kiki, da sagst du was. Das ist eine wilde Kiste, Kiki. Deswegen, ich bin hyped. Jetzt. Was machen wir jetzt hier? Was denn? Der Urlaub war geil, oder? Also ich bin jetzt... Also das passt eigentlich ganz gut hier, das Thema. Wir waren ja alle im Urlaub. Ja. Erstmal danke für eure griechische Fanta, die ihr mir gebracht habt aus dem Urlaub. Also wir waren in Griechenland. Ich muss sagen, ich habe auch was aus dem Urlaub gebracht. Ich war nämlich im Urlaub in Velbert, in meiner Heimatstadt. Ach, Velbert, natürlich. Komm, ja. Mit die Google. Warst du da schon oben am Berg oder was? Google, Velbert, alles mitgenommen. Warst du auch im Club da? Pulco Pulco oder was? Nein, Pulco, leider Pulco? Nicht. Leider. aber... Ich war ein bisschen unterwegs auf dem Flohmarkt, ja, auf wie? Der Kirmes. Schön. Auf eBay Kleinanzeigen. Ich habe ja gesehen deine Stories. Warst ja nur unterwegs auf dem Flohmarkt. Offensiv am Handy eBay Kleinanzeigen. Genau das. Hast wieder gegönnt. Wie jeder weiß, ich bin ja so ein kleiner Reseller. Ein sogenannter Sparfuchs. Ein kleiner Sparfuchs. Ich kaufe gerne Sachen günstig ein und verkaufe sie für teuer. Das stimmt wirklich. Und ich habe mir gedacht, Jungs, unsere Breaks, die wir hier immer machen. Die sind viel zu teuer. Diese Kosten, die können wir nicht tragen. Die sind wirklich also ungeheure Kosten. Ich auch kein Gehalt, weil diese Kosten einfach so hoch sind. Ja, wie? Ich bin günstig auf Pokémon-Ware rangekommen. Boah, was? Was hast du geholt, Alter? Eine relevante Serie. Ich hol ein paar Pokémon-Sachen, da komme ich ja günstig dran. Können wir ja ein bisschen breaken, so, dann haben wir auch ein bisschen Content. Für die Community, sagst du. Boah, ey, ich bin gespannt. Welche Päckchen hast du dir geholt? Also, guck mal hier. Guck mal hier. Die gibt's doch gar nicht. Der Schicksal. War der Fates? War der Englisch oder was? Mal hier für die Kamera zeigen. Community, okay, guck mal hier. Wo kommen die denn her, Alter? Aus England oder was? Boah, du, ey, war da ein Engländer, der die verkauft hat? Ich hab mich echt gewundert, dass die nur 2 Euro gekostet haben. Konntest du dich denn mit denen verständigen? Das war ein Engländer nicht, wa? Hast du aber echt einen guten Schnapp gemacht, also, was du dir da gepökelt hast, Junge. Ich glaube, das müssen Ausländer gewesen sein, die Päckchen verkauft haben. Hast du noch mehr, oder was? Dann habe ich Obsidian Flammen. Da glaubst du aber selber nicht, Alter. Da gibt es doch den Glurak in 6 verschiedenen Ausführungen. Auch noch mal, das Artwork kannte ich noch gar nicht. Aber es scheint wohl eine englische Version zu Geiles sein. Ding, und du hast pro Päckchen 5 Euro bezahlt, ne? Nein, nur 2 Euro. 2 Euro? Das meine ich ja. Ich habe komplett Kosten eingespart für den Laden. Ey, ich würde sagen, wir holen uns den rein als Lieferanten, Alter. Weil das ist Premium. Ja, Obsidian Flammen, Paldea Schicksal. Ey, weißt du, was wir machen? Boah, weißt du, was wir machen? Das meine ich nicht. Gib mir bitte die Adresse von dem. Aber das ist das, was ich sage. Ihr in Langfeld, ihr habt keine Ahnung. In Velbert sind wir viel schlauer als ihr. Ey, ich würde sagen, wir holen einen neuen Lieferanten. Wir holen die für 2, verkaufen für 5. Was sagst du? Nee, wie unsere Kollegen. Top Marge. Ich habe was gefunden. Ja, wie? Das haben wir noch nie hier im Laden gehabt. Danach wird immer gefragt. Was denn? Das haben wir nie reinbekommen, weil ihr habt ja keine Ahnung. Leute. Oh shit. Ey, Ivan, ich erinnere mich, da fragen die alle nach. Weißt du, wie oft Kinder reinkommen, fragen nach Goldkarten? Da sind hundertprozentig diese Goldkarten drin. Boah, guck mal, wie die Box geil ausschaut. Ey, ohne Witz, man, die suchen die doch alle, Alter. Und? Ich glaube, das ist irgendwie Base-Set oder so. Das habe ich auf Amazon günstig gefunden. Als ob. Ey, wirklich? Deckbox. Als ob. Was? Da glaubst du selber nicht. Ivan, das ist sogar aufgebaut wie ein Pokémon-Ball. Also ist das offiziell? Das ist offizielles Produkt. Wie teuer war das? Das war nicht teuer, das war, also Kiki, das hat wirklich nur wenige Goldtaler gekostet. Boah, 100 Karten da drin? Ja. War das so um die 10 bis 20 Euro? Das können wir günstig breaken. Hey, Aste. War Plus. Aste, sag mir auf jeden Fall mal deinen Kontakt, Mann. Hey, wir machen das schon. Muss sagen. Also ich bin hyped, oder? Ohne Witz, Mann, dass wir hier... Der Aste. Wir haben ja schon neulich diese teuren Prison-Boxen so geprüft, aber dass wir Community so ein Premium-Goldbox... Es ist zu teuer, Leute. Deswegen, wir müssen auch mal günstig die Sachen einkaufen. Ja gut, Community, also wenn ihr sowas seht,
Ne, ich sag mal so, hast du da zugeschlagen. Also das ist wirklich... Boah, ich hätte richtig Bock jetzt mal... Geh mal rein, oder? Ey, ich hätte richtig Bock. Ey, für die Community, oder was? Ey, ich hätte richtig Bock. Geh mal rein, oder was? Eine Box zu öffnen. Ein paar der Schicksal, machen wir auch. Geh mal rein, oder was? Die lassen so komisch öffnen. Astef, vom Author ist eine qualitative Musik. Man sagt ja auch, die japanischen Karten wären die bessere Qualität. Ja. Mal gucken, wie die Karten aus wie Asien. Die Engländer Karten also, sind. Den Ice Rider Calyrex. Guck mal, ja. Den Sneezler. Sneezler, Alter. Zeig mal für die Kamera, Aste. Geil, Alter. Aste, mach mal bitte für die Kamera auf. Das ist ein Sneezler, Alter. Das ist auf jeden Fall ein Sneezler. Boah, die Rainbow-Karte. Ey, die ist teuer. Stark. Rainbow, oder was? Boah, guck mal, wie die glitzert, Alter. Wo weißt du, wo ich hype gehe? Mega Sneasel, Alter. Boah, Ivan! Oh, Pikachu. Shit! Pikachu! Yes! Was ist das denn hier? Grambul. Geil, Alter. Boah. Oh, guck mal, eine Holo! Als ob. Ne! Geil, nee. Alter. Slowbro, ein Holo. Slowbro, Alter. Krank. Ivan, guck, Ivan! Es ist sogar hier, guck mal. Warum ist der Pokéball in der Mitte blau? Guck, Ivan! Hier ist es richtig die Guten. Guck mal. Warum ist der blau? Ist das hier so eine Limited Edition oder was? Ja, Obsidian Flammen. Reitschuh. Reitschuh hast du auch bekommen. Boah, Vista. Geil, guck mal, eine Vista. Ich glaube, das ist ein Godpack. Guck mal, eine Vista, noch eine V. Also da gehen wir rein, sagst du. Ein Darkrai, Vista, ey, das ist auf jeden Fall ein Godpack. Nicht, ein Shaimin. Ein Pikachu. Als ob, Alter. Eine Klassik, Alter. Ich wusste gar nicht, dass es in dem Set drin. Egal. Go. Boah. Das ist ein Aero. Ah, Aerodactyl. Aerodactyl. Und der Vylord. Der Vylord. Warte, da kommt der Holo. Warte. Und dann was mit Glitzer? Mew? Was? Der Mew? Warte. Boah, Junge. Was ist das? Das Doppelreitschuh. Die ist krank teuer. Der Doppler, Alter. Ey, ich hab euch gesagt. Der auch noch in den günstigen. Ey, die gönnen aber auch hart, muss man wirklich sagen, Alter. Ich hab keine Ahnung, Mann. Ich hab's euch gesagt. Mach weiter, ich komm sofort wieder. Alter, mach noch mal ein Päckchen auf. Warte, mach mal noch ein Päckchen auf. Und vor allem öffne mal die Deckbox. Ich bin hyped. Boah, guck mal hier. Ein Vylord. Ey, schon wieder. Eine Vio, die haben wir jetzt doppelt, glaube ich. So ein Wal, Alter. Boah, der Rainbow. Vom Titicaca-See, Alter. Ein fliegende Pikachu. Fliegendes Pikachu. Das ist auf Celebrations, das ist in den Obsidian Flammen drin. Das sind doch die von McDonalds, oder nicht? Also Oranguru. Immer schön mit Grip mit doppelt Soße, Junge. Boah, die ist teuer. Reshiram und Charizard. So, was hat sowas? Ein paar hundert Euro locker. Die labert doch nicht, locker. Dann gehen wir rein heute Abend. Ey. Ich sag euch, Leute. Let's go, Alter. Nochmal Raichu. Das ist Raichu Godpack, Junge. Boah, fett Pikachu das Flying. Pikachu V-Max. Ja, wo surft er denn, Alter? Boah. Moment, ist das. Wo surft er denn? Oder? Nicht hol in der Burner, oder? Das ist doch kein Surfen, das ist ein fliegendes Pikachu, Alter. Du hast keine Ahnung. Das war in den englischen Versionen, sag ich. Ja, gut, ich war nie gut in Englisch. Also wahrscheinlich im Heißluftballon. Also, ich würde sagen, geh nochmal rein, Alter. Die Deckbox hier. Und gehst du rein, oder was? Gehen wir rein in die Deckbox. Krass, dass die von Pokémon einfach so Boxen machen, wo kein Logo drauf ist. Ja, ist einfach so eine so Mystery Box von Pokémon, Alter. Ich bin so geheilt. Das ist bis jetzt auf jeden Fall der beste Break. Das ist auf jeden Fall, Alter. Ich schätze mal, mehrere 700 Euro haben wir hier. Boah. Was ist das alles? Boah, das ist aber alles echt, ne? Alle Holo. Jeder einzelne? Ja. Laber doch nicht. Das hat mich keine 20 Euro, keine 10 Euro gekostet. Relax, Junge. Die hätte ich mir unterschreiben sollen von Matthew Sussman, Alter. Oh. Ein Drapfel. So. Ein Drapfel? Ey. Geisteskrank. Geisteskrank. Boah. Ey, wenn wir jetzt so einen Glockenturm nach da irgendwo drin haben. Die ist auf jeden Fall da drin. Die japanische Version, Alter. Mal, vielleicht haben wir Glück und ziehen noch einen First Edition Glurak. Guck mal, einfach die Promokarten aus den Boxen sind auch hier drin. Ich sage mal eins, lieber haben wie suchen, Alter. Guck mal, Blitzer, wir haben sogar die Trios hier. Mit Pikachu. Boah, das Rainbow Pikachu. Ist das heftig? Ey, das ist komplett heftig. Da haben einige YouTuber viele Boxen für aufgemacht und wir ziehen das einfach direkt. Aber hier ist der, hier ist eine Ver- Boah, guck mal hier. Hier ist der Ball so dunkler blau und hier ist heller, ne? Aber ja, wahrscheinlich eine Error, die bringen noch mehr auf den offenen Markt, Alter. Guck mal hier, ey. Mann, ja, wie? Gott, ist das gut. Mopeko. Alle drin. Sind alle Glitzerkarten drin. Aus Drachenwandel, die Rayquaza. Alle Glitzerkarten. Oh, das teure Gengar. Das in der PSA 10. Wie teuer geht sowas? Teuer. Das ist locker eine 300-400 Euro Karte. Sind die auf Deutsch oder auf Englisch? Die ebenfalls. Die sind alle auf. Da kommt der Kiki. Die ist auf Deutsch. Boah, was geht bei euch denn ab da? Kiki. Wir haben das teure Gengar gezogen. Gibt es nicht, das ist eine 300 Euro Karte. Ja, lieber haben wir suchen, Alter. Boah, das ist wirklich. Kriegen wir auch das Drachenmandel nach da. Was denn? Laber doch nicht, Alter. Sieht sogar gut aus, Mann. Boah. Das ist bestimmt PSA 10. Rückseite. Naja, egal. Aber
Boah, aber ey, die müssen wir graden lassen. Die müssen wir zu unseren Freunden abgeben beim Grading. Welche GSG, Alter? Boah. Was ist denn alles das? Das fliegende Pikachu. Gib mal was an. Jumbo Jet. Moment, warum ist das fliegende und das andere war das surfende, Alter? Nur die hier dribbeln, Alter. Krank. Krankes Pack. Ey, Jungs, ne? Jungs. Das ist fliegendes Pikachu. Pikachu. Da steht noch nicht mal Pikachu, da fehlt ein U, Alter. Siehst du das? Ein fliegendes Pikachu. Zeig mal. Ein fliegendes Pikachu, Alter. Reimt sich auch auf Biatch. Pikachu. Hast du denn schon... Also hast du schon die Goldkarten? Da habe ich auf dich gewartet. Moment, was passiert hier, Alter? Moment, pack die erstmal gleich mal in den Toploader Sleeve hier, Grading Hülle, Alter. Heute beim Ankauf ist die da Ja. Okay, du musst nicht flüstern, die Kamera hält direkt auf dich drauf, Alter. Community, ich hoffe, ihr habt bis jetzt Spaß bei der Darstellung. Das werdet ihr mir nicht glauben. Also. Hier sind die Goldkarten. Was? Die wir nie hier hatten. Wo die Kinder auch fragen, ob wir Goldkarten haben. Was? Die erste Karte ist direkt ein Hit. Moment. Digga, Xerox und Iron Man. Iron Man, was? Was? Iron Man GX? Ey, ich bin fassungslos. Moment. Guck mal. Das ist Shadow Dark. Da ist einfach so Iron Man drauf. Nein, Captain America! Laber doch nicht, Alter. Captain America! Ey, Jackpot, Junge. Leg Jackpot. Die sucht doch der immer, der Logan America. Paul, der hat die doch ersteigert neulich. Da sind alle drauf. Die sind alle Freunde drauf. Alle Freunde sind und drauf. Und Ash ist auch drauf. Ey, die müssen wir unterschreiben. Die ist geil, Monika Taylor, ey, gib die mir schon mal. Ist da ein Pokémon drauf, oder was? Hier, so ein Eumelvogel. Ja, also die lasse ich auf jeden Fall von Veronika Taylor unterschreiben. 100%. Hat die da, ist ja drauf? Glurak. Und das Torchu. Moment, Alter. Das Torchu. Torchu? Gib mal her. Torchu, ein neues Pokémon. Torchu, Tor und Pikachu. Torchu, Alter. So, das ist das Hybrid Charizard, das ist so Elektro. Ja, Alter, kann er mit Blitzen schießen oder was? Ein bisschen komisch. Das ist der Regigigas. Regigigas, das scheint wohl ein Grieche zu sein, Alter. Ja. Regigigas. Krass. Boah, das ist so krank, Alter. Wer ist das? Das ist Lopunny. Pikachu. Loop Bunny. Boah, das ist geil. Wer ist das? Mew, oder? Aber so mit Kirby-Augen, Alter. So mit. The Mewtwo GX. Aste. Sind wir reich, oder was? Ivan Aste. Mir ist gerade was aufgefallen. Ja, wie? Aste. Warte, darf ich dir noch zeigen? Zeig mal. Wir haben Mewtwo und Tano. Zeig mal. Immer her, Alter. Diggi, das scheint wohl so eine limitierte Edition zu sein, aber, Alter. Weil... Film mal bitte den Ditto und Pikachu Mix. Warum hat er keine Ohren, Alter? Was ist das hier? Und film mal das freche Grinsen von dem Pikachu. Wo ist denn Pikachu? Also ich weiß auch nicht, es wird immer wilder hier. Ey, das ist so krank. Limited Edition, Junge. Das ist so geil. Ey, überall wo Ash drauf ist, Veronika Taylor, auf Ehre, da gehe ich rein. Also die Karte werde ich mir von GSG. Was ist mit dem Charizard, mit dem Ash Cappy? Krass. Ist Ash drauf? Ash Cappy zählt auch. Cappy kann man auch mit der Ash Cappy. Gigantamax. Aber guck mal hier, die drei Starter-Pokémon. Die ist geil. Ey. Aber die sehen so böse aus. Die sehen echt böse aus. Hast du gesehen? Guck mal, wie die aussehen, Alter. Ivan, die Karten. Also der Albert, der Aste muss uns auf jeden Fall deine Quellen sagen, wo er die in Zürich. Ohne Witz, hat. Das, sag ich mal rein. Das ist genau das, was unsere Kunden suchen, Alter. Genaue Sachen immer. Ja, hast du was? Deswegen, Community, komm, Vibra Store, die haben die heißen Karten drauf. Wirklich, Alter, was ist das denn hier? Da gehen wir auch nochmal gleich rein. Hier ist auch noch eins, Aste. Ich habe noch eins gefunden. Aste. Ich hab noch eins gefunden, das ist noch sealed. Aste kommt sofort nach. Original sealed, Junge. Ivan, ich geh schon mal rein. Wo gehst du rein, Alter? Gib mal in diese Packung hier. Gib ihm, Alter. Aste, mach erstmal hier. Guck mal, das ist die letzte Packung, die wir noch nicht gerade, Machamp, Alter. Boah, jetzt bin ich halt. Also, wir haben heute so viel Plus gemacht, Alter. Galician Moltres. Was ist das denn hier? Boah. Oh, wir sind reich, Jungs. Ey, wir können Laden, zumachen. Die Gold Glurak. Wir können Laden zumachen, Alter. Zeig mal. Die Gold Glurak. Genau, zittern. Da, zeig ihm die Gold Glurak. Nein, davor. Das Wrestler Pikachu. Was? Moment, Alter. Das Wrestler Pikachu ist drin.
Warum ist die Schrift so in 3D, Alter? Die ist ja doppelt gedruckt. Oh, guck mal, Ivan, das fette Pikachu. Nein, das Wrestler Pikachu. Zeig ihm das fette Pikachu. Was ist das denn hier für ein Eumel? Ich weiß nicht, Alter. Meine Augen sind schlimm bei 3D hier, Alter. Aste. Aber ihr glaubt mir nicht, dass wir reich sind. Moment, mir ist gerade was aufgefallen, Aste. Nein, warte kurz. Guck mal, die Karte, die haben wir heute angekauft. Ihr wollt mir nicht glauben, dass die teuer sind. Guck. Aste, guck. Zeig mal den Preis. 120 Euro. Guck mal, wie teuer die kostet. 120 Euro. Allein mit der Karte haben wir 120 Euro gekauft. Easy Money, Alter. Easy Money, Junge. Guck mal, die Karte 20 Euro. Moment, wir sind reich, Freunde. Wir haben gedribbelt heute. Wir haben das. Ey, Finanzamt, Junge, wir dribbeln, Alter. Let's go. Junge, Jungs, ohne Witz, Mann. Wenn wir richtig Geld machen heute, Junge, dann wird eine neue Ära endet. Aste, Moment. Da ist doch ein leichter Unterschied zu sehen. Ja, wie? Ja, guck mal, da ist ein ganz leichter Unterschied. Ja, wie? Leichter Unterschied. Hol ihn mal aus, Toploader, dann guck mal genau hin. Gib mir mal die Karte hier. Ja, komisch. Ja, Moment. Komisch. Bei diesen Karten, die wir gezogen haben, da sind sogar verschiedene Farben. Ja, aber es ist Error, die sind mehr wert auf dem offenen Markt. Error, mehr Wert. Ja, kann die Mistprint. Kann ja nur. Mistprint. Ja? Moment, warum ist das da anders so anders ausgeklebt? Ich verstehe nicht ganz. Aste. Denkst du, wir haben einen Fehler gemacht, Aste? Du würdest mir sagen, meine Ware ist nicht echt? Aste, ich weiß nicht, was du da für einen Händler hast. Moment, Alter. Kannst du mir nochmal sagen, wo hast du die genau her? Vom Flohmarkt in Felbert. Die Kirmes warst du? Die Kirmes. Ich war auf Amazon. Amazon warst du und Kleinanzeigen. Aber du hast besonders günstige Preise gekauft, nicht wahr? Hast du auch eine richtige zertifizierte Quittung bekommen, wie man bei einem Wareneinkauf auch kriegt? Ja, ich habe da jetzt nicht drauf bestanden bei dem Preis, das musste schnell gehen. Haben die das auch mit Karte abberechnet oder nur Bargeld, haben die gesagt? Bar, ich musste natürlich schnell machen. So. Okay, okay. Weißt du, für gute Angebote geht es natürlich. Ja, muss man natürlich auch schnell handeln. Ja? Du sagst ja immer, man darf nicht lang zögern. Aste, ich muss wirklich sagen, Aste, ich hab mal was gehört. Wie? Ich habe gehört, es gibt Dubletten, Fälschungen auf dem Markt. Kiki, ich hab's gehört. Ich wollte es nicht aussprechen. Aste, pass auf, wir geben dir jetzt die Chance, ja. Wir sind unter uns, ja. Wir machen alle mal einen Fehler. Wenn du was zu sagen hast, sag es. Wir können Sachen auch mit dir klären, so. Aber wenn wir herausfinden, da ist irgendwas nicht richtig, dann kannst du uns jetzt mal nochmal persönlich ein. Leute, ich habe mit bestem Wissen und Gewissen eingekauft. Aste, wirk uns nicht an. Wir wissen genau, dass du auch eine dunkle Seite hast. Aste, du hast doch wohl nicht etwa... Du hast doch nicht etwa... Du bist schon dreimal ermahnt worden. Dreimal. Aste, komm. Aste, erzähl uns. Ich weiß. Von welchen Verkäufern hast du sie? Es liegt dir doch auch was auf dem Herzen. Komm mal raus, Aste. Okay, Jungs. Ich habe mich da leider ein bisschen dribbeln lassen. Aste. Ich habe gedacht, ich mache den Schnapper, aber die Karten sind leider nicht echt. Moment. Also nicht echt, die sind nicht offiziell von Pokémon, keine, das mit Päckchen. Aber die Karte ist so pures Gold, Aste. Guck mal hier. Guck mal, wie schön die ausschaut, die muss doch echt sein. Ja, aber gut, wenn nicht echt, was hat sie denn, da hat sie trotzdem irgendwas wert. Die kann ja nicht nichts, so geile Karten, so geile Kombinationen. Der Torkacho, Alter. Torkacho ist krass, Mann. Leider nicht. Muss sagen, so eine Torkacho-Karte, so einzeln, kommt schon gut rein. Aber die sieht doch fast echt aus. Also du würdest jetzt behaupten, Aste, dass diese Karten nicht echt sind. Ich hab gedacht, ich kann euch dribbeln heute, aber okay, ihr habt bestanden, so dumm seid ihr wirklich nicht, wie ich. Ja, gut. So dumm seid ihr nicht, wie ich gedacht habe. Ja, wie? Bitte, was? Ich hab versucht, euch zu dribbeln, ich wollte mal gucken, ob ihr das erkennt. Ja, wie? Also, wir haben es erkannt. Diese Karten, Glückwunsch erstmal, diese Karten, Jungs, erstmal sind fake. Wir hoffen auch, dass ihr bis jetzt auch mitgefiebert habt. Ich glaube, die Vollkamera haben überhaupt nicht gecheckt, die haben nur mitgewundert. Entweder ihr habt es sofort gecheckt. Wenn ihr es noch nicht weiß, was gerade passiert ist, Aste wird euch jetzt die Auflösung sagen. Also, diese Karten hier sind fake. Leg mal jetzt die Eier auf den Tisch. Die sind nicht, was? Die sind nicht echt, sondern die sind fake. Fake AF sind also komplett fake, gefälscht. Moment, müsst ihr auf Deutsch reden. Fake heißt auch Fälschung, eine nicht echte Karte. Sind gefälschte Karten. Es ist eine Dublette. Bootleg-Kacke ist das. Bootleg. Also Shit ist das hier. Das heißt, genau es sind... Es ist noch nicht mal das Papier wert, auf was es gedruckt wurde, Community. Ein böser Mensch oder viele böse Menschen haben sich zusammengetan und haben gesagt, komm, wir machen mal sehr viel Geld mit sehr vielen günstigen Fälschungen und versuchen, die jüngeren Sammler hinters Licht zu führen. Genau, also
Im Pokémon-Game ist leider, also ist leider, ist aktuell sehr viel Geld im Spiel. Und da, wo viel Geld im Spiel ist, sind natürlich auch immer Fälschungen unterwegs und Leute, die halt auch entsprechend betrügen. Und genau, solche Karten sind leider sehr, sehr oft verbreitet und wir haben jeden Tag damit zu tun. Ja. Und ich bin leider, oder der Kiki oder der Ivan sind leider immer die, die den Bösen spielen müssen und die Wahrheit sagen müssen, so ey, Leute, die Karten sind leider nicht. Ich muss sagen, hier kommen viele Kinder rein und sagen, was hat meine Karte wert? Wir sagen, leider gefälscht. Die Kinder vertauschen oft ihre originalen Karten, die zum Beispiel hier gekauft haben, bei Müller, bei sonst wo gekauft haben. Die kaufen die Karten, die vertauschen dann ihre Karten dann gegen sowas, gegen den. Ich meine, wenn ich böse wäre, würde ich sagen, komm Junge, ich gebe dir mal 3-4 Goldkarten und gib's mir deine billige Holo da. Genau. Aber der weiß genau, was er tut. Richtig, weil auch in der Schule gibt's die Kinder, die 1-2 Jahre älter sind, die das wissen. Und die wissen Bescheid. Die wissen Bescheid. Und einer sagt dann, ja, gib mir die eine Hologrammkarte, die echte, du kriegst 3 Goldkarten. Natürlich, ein Junge von 6-7 Jahren sagt, boah, super, 3 Goldkarten, das mache ich. Ja. Und wir kriegen das jeden Tag hier real im Laden zu hören von Kindern, die uns fragen, Kiki, was hat die Sammlung wert? Und dann erzählen wir uns auch, mit wem die das getauscht haben, wo die das herhaben und. Genau. Und das passiert wirklich jeden Tag. So, guck mal, nur mal zur Erklärung, Gigi. Im normalen Verkauf, wie viel sollte ein Pokémon-Päckchen kosten, so bei Müller, bei uns zum Beispiel? Also, wo liegen die so? Ich weiß auf jeden Fall, Shoutout an Müller, an GameStop und so, kostet es günstigsten 4,79 € im Einzelhandel. Bei uns ist immer pauschal 5 Euro. Das heißt, online hat man natürlich auch vielleicht ein bisschen günstiger, irgendwelche 4-Euro-Beträge pro Päckchen. Aber umso älter ein Päckchen wird, umso teurer wird es. Die Preise steigen da auch. Dann wird irgendwann ein Päckchen 6 Euro, 7 Euro oder auch wie Drachenmann. Genau. Im Normalfall steigen die Packs. Die werden nicht unbedingt günstiger, ja, wenn die älter werden. Hör mal, ich hatte mal hier einen Jungen, der war so 8-9 Jahre. Ne? Hör mal, der hatte eine 2007er japanische irgendwas Glurak. Hör mal, da kommt er mir und fragt, was hat die wert? Frag ich, wo hast du die her, Junge? Die habe ich gezogen. Du bist 7 Jahre alt, Alter. Wo hast du die her? Der war Zeitmaschine oder was? Wollte mich dribbeln, aber der hat die hier geholt, irgendwo auf dem Schwarzmarkt, für 2 Ocken, du. Und man muss aber sagen, wir haben auch Erfahrungen damit gehabt, weil wir es mitbekommen haben. Es gibt sogar Kiosk-Geschäfte, also Zeitungskleine. Was ist denn die Mehrzahl von Kiosk? Kiosken. Kioske. Kiosks. Oder auch Bütchen genannt hier in unserer Ecke. Die auch Fake-Pokémon-Karten verkaufen. Für 2-3 Euro. Aber mir ist aufgefallen, oft so Spanisch ist oft ja, nicht richtig. Woher soll ein Kind eine spanische Pokémon-Karte haben, so zum Beispiel? Das ist das. Dann gibt es hier auf Englisch natürlich Massenware. Aber also, acht halt die Augen auf. So, dann, da wir ja auch diesen Bildungsauftrag haben, würde ich euch auch gerne mal ein bisschen erklären, ja, wie man sowas erkennt. Erstmal fangen wir mal mit den Verpackungen an. Ja, wie? Solche Goldverpackungen, so in dem Style oder sowas, gibt es von Pokémon erst gar nicht. Also dieses Produkt gibt es gar nicht von Pokémon. Das ist wirklich erfunden oder so eine reine Deckbox. Hier sind ja nicht mal irgendwas... Keine Logos drauf. Keine Logos drauf, sonst was. Zum Beispiel hier, das wurde auf Amazon gekauft. Das wurde auf Amazon gekauft. Man muss ja auch mal sagen, ne? Vielleicht wissen nicht alle Eltern, die das gucken, Bescheid. Die Kinder kommen zu den Eltern und sagen, hol mir mal was von Pokémon. Glitzer Goldkarten. Die Eltern gehen bei Amazon rein, haben vielleicht nicht so viel Ahnung, was ist, und holen nicht so eine Deckbox. Ihr müsst wissen, vielleicht wisst ihr es nicht, aber das ist gefälscht und es gibt keine reinen Boxen mit so hier 100 Karten sind drin, so kauft. Und weil im Prinzip alle Karten, die glitzern, sind ja Hits. Ihr habt ja eine Box mit 100 Hitkarten, so, das gibt's ja gar nicht. Es gibt eine Pokémon-Kollektion, wo da mehrere Booster und so weiter drin sind und einzelne Promokarten. Aber solche Boxen hier, 100 Karten sind drin. Und 100 sonst was Holos so garantieren, so, das gibt es nicht. Also es gibt keine, wo eine Stückzahl an Karten garantiert sind, dann so einfach, die man dann so rausholt als Paket. Ja, ja. Du hast immer Päckchen Promokarten eigentlich drin im Prinzip. Hast du gut erklärt, Asse. Muss man wirklich auch sagen, hast du gut geredet, wie ein Löwe. Dann bei dem Päckchen selber, du siehst halt oft, es gibt, das habe ich vorhin auch auf dumm erwähnt, es gibt halt oft Artworks, die finde ich jetzt nicht. Es gibt oft Artworks, die es so gar nicht gibt bei dem Set. Echt? Dann sind die immer richtig ekelhaft verschweißt. Wenn man das Päckchen in der Hand hat, die sind halt sehr, sehr billig. Das fühlt man auch schon. Wenn man mal ein Originales in der Hand hat und halt das hier. Also, muss man sagen, so ein bisschen Billo, ja? Muss man auch mal gesagt haben. Mach den mal auf. Mach mal, was drin ist. Mach mal auf. Die sind meistens wirklich locker verpackt. Die sind nicht so richtig. Also, die sind hier nur sehr billig verschweißt. Und das sieht man dann. Ne? Das ist so sehr dünn hier, wie die verschweißt sind. Mach mal auf, komm, hau mal einen raus. Vielleicht ziehen wir noch einen Gengar First Edition. Vielleicht ziehen wir noch was Geiles. Was Rosanna noch, Alter? Komm.
Und so, dann haben wir jetzt bei den Karten. Hier sind Karten drin aus verschiedenen Sets. Was macht eine Celebrations-Karte in einem Paldean Fates Set zum Beispiel? Was ist denn jetzt mit den Jahresangaben unten? Von wann sind die Karten zum Beispiel? Ja gut, das müsste man, du hast ja hier unten immer die Nummern und die welches Jahr das steht Set, drauf? Symbol. Aber das ist ja alles verschiedene Sets. Da steht noch nicht mal, steht noch nicht mal was drauf hier, ne? Da habt ihr gesehen? Immer die Jahreszahl. Aber Moment, bei den echten Karten hier steht immer was drauf. Was der Hummer? Hier, guck mal hier. 2021 Pokémon. Da steht hier drauf, bei denen steht gar nichts drauf, Alter. Da steht nicht mal ein Jahr, gar nichts. Das ist eine richtige Eumel. Das heißt, Community, so. Wenn ihr neu im Hobby seid. Hör auf, Ivan, hör auf. Okay. Ey, wenn ihr neu im Hobby seid, achtet jetzt gut darauf, was Asse euch noch alles berichten wird. Also, ja, wie? Dann, also das war erstmal Basics von außen erkennen. Sowas gibt es nicht. Gold gibt es grundsätzlich nicht. Erstmal aber es gab doch mal eine Goldkarte. Es gibt ein, zwei Goldkarten. Es gibt ein, zwei Goldkarten, die sind dann aber eher älter. Das sind keine Dinger, die du irgendwie mal eben auf dem Flohmarkt findest. Es gibt in Pokémon 151 diese goldenen Mews, die sind aus Metall. Aber sowas in der Art, selbst wenn die vorne gold sind, die sind hinten immer blau. Okay. Also du hast jetzt solche Goldkarten in der Art, die dann wirklich hinten so aussehen. Das ist so das Gängigste. Die gibt es so nicht von Pokémon. Außer bei der Pikachu und Glurak Premium Edition. Da waren die komplett gold. Auch aber nur Pikachu Blau. Ja, da waren die hinten auch blau. Nee. Wir haben die in der Vitrine. Ja. Wir haben die in der Vitrine. Recherchieren wir gleich. Die können wir gleich zeigen. Es gibt nur zwei, drei Karten, die es gibt so zwei Pikachu. Und die sind dann auch aus Metall. Die sind halt nicht so. Ja. Das heißt, merkt euch, wenn die Verpackung schon komisch ist, wenn der Preis pro Päckchen irgendwo bei einem komischen Verkäufer für 2-3 Euro angepriesen wird, ihr denkt, boah, super, mein Taschengeld. Ach du, guck mal bitte, die ist übrigens gegradet. Ist die. Mann! Hör auf, Ivan! Mann! Hör auf! Community, das heißt, der Preis muss um die 5 Euro betragen, wenn nicht sogar mehr, 6, 7 Euro. Ja, doch bei älteren Serien. Serien, der Preis geht weiter. Aber wie gesagt, ist ja nur pauschal gesprochen. Es gibt Online-Händler, verkaufen auch vielleicht mal für billiger, Dumpingpreise. Aber für 2-3 Euro im Päckchen ist schon wirklich sehr rar, dass man da, dass da was Echtes ist. Umso älter wir und schau mal hier, auch das in Karten-Community. Das sind Karten, da reden wir über 100, 200, 300 Euro pro Karte. Ja, die ist krass hier, ja. Ne, also das sind aber die ist auch sehr dunkel. Von der Optik sind die sehr dunkel. Krasse Karten. Sehr dunkel auch gedruckt. Das ist das, was ich meine. Die ist okay. Auch nee, gut. Das meinte ich nämlich. Das war so ein Mittelding. Ein bisschen anders, aber die sind, also sie sehen ein bisschen anders aus. Zeig mal bitte aus, von vorne erstmal die Karte. Aber die sind auch blau. Das ist eine echte Goldkarte. Richtig, die Karte wäre komplett gold. Deswegen, das meinte ich. Die sind alle blau. Das heißt, davon gibt es das Glurak und das Pikachu. Glurak, Pikachu und das Mew aus der 151. Schön groß an PGS Grading. Und hier ist es wirklich so, dass die Goldschrift auf der Rückseite auch aber drauf ist. Diese Karten sind dann auch aus Metall. Das sind keine Pappkarten oder so. Ey, mach sie gar nicht kaputt, Junge. Ivan, pass auf. Morgen bei eBay, Alter. Wie ist denn mit der Holo-Struktur? Man sieht das da so auch ein bisschen, oder? Erstmal grundsätzlich Finger weg von diesen Goldkarten. Das ist so ein Ding, die kriegst du auch nicht günstig. Das ist halt, es gibt 3, 4, 5 Versionen. Es gibt ältere, es gibt auch Goldkarten, so in dem Style ungefähr. Die sind aber älter, die sind wesentlich älter. Das ist keine Karte, die du mal eben findest oder so mal eben ziehst. Mann, ey. So. Also hier bei der Karte, am besten gefällt mir der schöne Regenbogenfaktor. Zeig. Dazu kommen wir gleich. Erstmal die Base-Karten. An den Base-Karten erkennst du es meistens, also ich erkenne es immer eigentlich an der Rückseite direkt. Die sind immer sehr unscharf. Wir haben hier den guten Pokémon Fact Check von einer guten Bekanntschaft. Shoutout an Mina an der Stelle. Mina Saurus. Danke dafür. Die lebende Legende, absolut Koffee auf jeden Fall. Ich habe den Fact Check mal vor einigen Monaten bereitgestellt. Du erkennst die Fakes meistens immer an der Rückseite, dass die anders sind. Nee. Also verschiedene Farben. Das hier wären zwei Originale. Die unterscheiden sich auch ganz, ganz leicht. Aber du siehst halt hier im Vergleich zu den Fakes, hast du halt immer, also die Originalen sehen immer so aus. So, dann vom Prinzip her, ich würde es nicht empfehlen, das zu machen, aber würde man eine originale Karte zerreißen, hast du immer so einen Schwarzfilm auf der Karte. Moment, ich muss da mal, hol den mal raus, bitte. Ich muss das mal zeigen. Also jetzt würdest du sagen, wenn du jetzt einen Zweifel hast, ob die echt ist, dann muss ich gerade kaputt machen, damit du weißt, ob die echt war. Ich würde es nicht machen. Aber wir können es euch gleich zeigen. Also so innen ist ein bisschen schwarze Tinte so drin. Genau, du hast immer so einen schwarzen Strich, weil diese Karte einfach aus mehreren Schichten besteht. Ja, der schwarze Strich aber überall hinter dem Ding. Egal, wo du den Riss machst. Karte. Mach mal einen Riss woanders nochmal rein, bitte.
Das ist jetzt der Originale. Du hast halt hier auch. Ja, aber wer würde denn hier so einen Paras kaputt machen? Also das ist ja wirklich ehrenlos. Also die ist echt, aber so. Jetzt einen trockenen Furz wert, Alter. Genau. Nice. So. Dann, woran ich meistens auch, also Rückseite erstmal ganz wichtig. Dann vorne, du siehst halt immer diesen sehr, sehr unscharf gedruckt. Hier sieht man es halt sehr deutlich. Die ist halt quasi blass, die Karte. Und die hat so, die ist einfach nur glatt. Die ist einfach nur schlecht gedruckt. Das ist ein surfendes Pikachu. So sieht das auch aus, Alter. Wo ist dieses Bild? Moment, wollt ihr mich natzen? Pikachu. Liegen das Pikachu? Die tun wir hier. Pikachu. Hier. Das meinte ich. Das ist ein surfendes Pikachu und das ist ein. Wo surft er denn? Das ist ein Schiff hinten, ne? Das schwimmt aber. Wo ist denn sein Surfbrett, Alter? Ein schiffende Pikachu. Fragt jetzt jemand, bei den Karten muss man sagen, wirklich, die Papierqualität ist Dreck. Das ist so wirklich günstiges. Das ist so wie so Ramsch. Guck mal hier, wie ich das angefühlt. Mann! Beruhigt dich hier. Also einfach diese Unschärfe, dieses komische Blaue. Hier ist auch der komische Rand, Alter. Was ist das hier? Was ist das hier mit. Mit dem Epson 305 Drucker gedruckt, Alter. Scheiße, Alter. Und Aste, mach mal hier einmal so ein. Hier kann man es zeigen. Was ist da? Clean. Kein schwarzer Streifen. Ja, das ist einfach nur günstige Pappe-Papier. Günstige Gewellpappe. Also das nicht das Papier wäre. Als Beispiel für die goldenen Karten, ich gucke, dass ich keine gute zerreiße, weil die sind echt cool. Also Community, man muss sagen, du kannst sie nicht zerreißen, weil das Plastik ist und nicht Papier. Die Kacke. Schaut mal, auch was Arthur gesagt hat, das ist eine schöne Karte. Sind sie auch. Also für junge Sammler, das ist eine schöne Vitrinenkarte. Ist eine schöne Vitrinenkarte. Ich muss wirklich sagen, die Karten sehen schick aus, sowas für die Vitrine, gar keine Frage. Also wir gehen ja von so Trash-Sammlung, wenn du da wirklich Captain America haben willst, der Pokémon. Wir reden ja aber von zwei verschiedenen Sachen, ja? Über das ist was Schönes, Dekoratives, aber es hat keinen Wert. Es ist einfach eine reine Fälschung, die so nicht existiert. Also die sind halt eher Plastik, so diese ganzen. Aber man kann auch natürlich sagen, wenn man so kleine Kinder hat, die wollen irgendwelche Pokémon-Karten für einen Schrank, da tust du dir hin. Kosten nicht viel, sind aber nicht echt und bringen irgendwann auch keine Freude, wenn die Kinder rausfinden, die sind gefaked. Richtig, ja. Sehen cool aus, aber sonst habt ihr nichts davon. So, dann zur nächsten Karte. Ja, wie? Diese ganzen V-Max, V-Star, V-Karten und so, die erkennt man eigentlich schon, wenn ich den Bein da hinten stehen habe, erkenne ich sofort, die ist von weitem. Fake. Wieso? Sieht doch geil Regenbogen aus. Du siehst diese Karte, so mal ein gutes Beispiel, so einfach im Vergleich zu dieser, hier, die Tiana. Einfach im Vergleich. Ja, wie? So 1 zu 1. Weil die sind doch von den Farben auch sehr ähnlich eigentlich von den Bildern. Die Fake-Karte, die ist einfach wie so ein Schwarzfilm nochmal oben drauf. Und auch sehr dunkel auch. Die ist echt schön. Schön nochmal über den Boden gestriffen, hast du gut gemacht. Die ist einfach viel zu dunkel, die Karte. Das stimmt einfach vorne und hinten nicht, die Farben. Plus der Regenbogeneffekt, der Holo-Effekt. Du siehst, die Striche, die gehen so gerade runter. Bei einer originalen Karte. Zeig auch das. Hier haben wir eine Originale. Du siehst, das geht der so quer. Hat so auch ein bisschen ein paar Ebenen die optisch. Die hat Effekte. Genau, hier ist der Holo-Effekt quer, der Regenbogen quasi. Und auf der Fake-Karte geht der einfach straight runter. Und ich weiß nicht, ob man da in die Tiefe gehen kann, in der Schwarz. Das ist richtig wie beim Fingerabdruck, feine Rillen. Genau, das wäre das Nächste. Ich gehe mal rein mit dem iPhone Zoom jetzt hier. Das wäre das nächste Ding. Ja, man sieht, also ich glaube, die sehen das. Ich habe den Zoom jetzt rein. Also da sehen die Leute iPhone 15 Pro Plus Max. Also die gehen da richtig rein und die sehen diese Riffelung hier, die Rillen. Genau, da hast du wie so eine Art Fingerabdruck. Hast du oft auch so eine Struktur bei den... Ich mache meinen Finger auch daneben, da hast du die 1:1 Vergleich. Also bei jedem Mord auch gern gesehen, Fingerabdrücke. Hast du bisschen off-topic, hast du. Auch so, du siehst Struktur in dieser Karte. Sieht geil aus, ja. Hast du, die ist einfach komplett glatt. Apropos glatt, hast du, guck dir mal die erste Attacke an, lies sie mal vor, das hast du länger nicht mehr gehabt, Alter. Edle Berührung, Alter, ey, by the way, Alter, hast du. Gleich gibt's von uns eine Umarmung, Junge. Ja. Lass es. So. Also schon mal gut, ne, so ein bisschen Info für die Leute. Wir haben genau diese Karte für ein paar hundert Euro drin, das ist leider fake. Ne, hast du. Du siehst. Aber die ist auch echt gut durchgekommen, Alter. Man muss sagen, es ist schade um die Farbe, die dafür verwendet wurde. Da sind bestimmt wieder 3 Mahagoni-Bäume draufgegangen. Ja, genau. Du hast halt einfach nur bei den Fake-Karten Pappe und da drüber einfach nur diese Billo-Folie. Da drin ist aber auch so eine Glitzerfolie, oder? Einfach nur diese dumme Glitzerfolie. Aber hast du jetzt zum Beispiel, okay, ich habe jetzt nicht... quasi zwei Schichten. Hast du so zum Beispiel, ich habe nicht so viel Ahnung, ich ziehe jetzt hier so eine Pikachu, ja?
Wie finde ich raus, wie die Karte, was hat die Wert überhaupt? Wie komme ich überhaupt auf die Preise? Gehe ich da bei eBay und gucke, was der Verkäufer haben will? Dann habe ich verschiedene Möglichkeiten. Weil die habe ich gesehen bei eBay mal, der wollte 1500 Euro haben. So, das ist das Problem. Diese Karten, also richtig, also ich sag mal, ich habe hier diese 20-Euro-Karte. Ja. Ich kann diese 20-Euro-Karte bei eBay listen und sagen, ich möchte 4000 Euro dafür haben. Ja, ist doch, so habe ich die schon mal gesehen im Netz. Das ist nicht der Marktpreis. Ja, das ist einfach nur meine komische Wunschvorstellung. Man muss immer gucken auf reelle Verkäufe. Also man kann auf eBay gehen und dann auf letzte Verkäufe. Dann sieht man immer, für wie viel diese Karte weggegangen ist. Alternativ, was man bei Pokémon auch eher macht, die Seite heißt Card Market. Das sind keine Verkäufe, aber man sieht halt, wofür diese Karte immer gelistet ist. Und dann hast du immer so 20, 30, 40 Listings da drin. Und du siehst ungefähr einen Durchschnittspreis, eine Tendenz, wozu diese Karte. Und das Gute ist bei cardmarket.com. Kannst du kurz mal gucken, bei der Karte, wie kannst du die auch mal aufrufen, dann zeigen wir das mal schnell. Bei cardmarket.com habt ihr sogar den Preistrend und die letzten 30 Tage wurden zusammengefasst. Das heißt, das genügt erstmal, um schon mal eine Tendenz zu wissen. Also dann weißt du, ob die Karte wert hat. 1 Euro oder 20 Euro wert hat, zum Beispiel. Richtig, das betrifft erstmal die günstigen Karten, weil das ist sehr viel Bewegung drin. Wenn wir jetzt von Karten nehmen, 5, 6, 700, 800 Euro, ist es meistens nicht 1:1 identisch mit dem jetzigen Marktwert, weil die vielleicht zu selten auf Cardmarket gehandelt werden. Aber die günstigen, das ist ein Alltagsgeschäft, da wird viel, viel Bewegung jeden Tag wird wahr. Und wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Karte habe, die steht für 20 Euro irgendwo, aber da ist eine kleine Ditsche drin. Was mache ich dann? Dann musst du entsprechend den Preis anpassen. Echt? So. Wir haben jetzt dieses Pikachu hier. Ja, zeig mal. Das habe ich jetzt mal rausgesucht auf der Seite Cardmarke. Ja, was will er haben? So. Dann geht man erstmal auf Filter. Man muss den Zustand eingeben. Wie ist der Zustand? Die ist halt eigentlich boosterfrisch, also Near Mint. Okay, ja. Das ist also so gut. Ja, das ist klar. So der Standard, so fast perfekt, ja. Bis perfekt. Muss natürlich ein bisschen so. Die Karten begutachten vorher. Genau, der Standard ist Near Mint, wenn da nichts dran ist. Dann gibst du halt hier ein, du hast halt von Pur, Plate, Light Plate und so weiter. Das muss man immer sich ein bisschen damit beschäftigen, da muss man den Zustand eingehen. Ja. Dann gibst du hier die Sprache ein, da habe ich auch Japanisch. Also die Sprache der Karte. Genau. Woher weiß ich jetzt, ob das Koreanisch, Japanisch, Chinesisch oder Slowenisch ist, Alter? Ja gut, das musst du herausfinden über eine Google-Übersetzer-App. Japanisch erkennt man immer daran, die haben so eine Rückseite. Pass auf. Mit der Goldumrandung. Genau. Die Japanischen sehen alle so aus. Ich mache mal eine Ansage, Jungs. Die Koreanischen sehen aus wie unsere Europäischen. Jungs, ich mache eine Ansage jetzt. Peter Giese von Achtung Abzocke, wenn du das siehst, wir sind da heißen Sache auf dem Spur, ruf uns an, Alter. Wir sind da dran. Verlinkt Peter Giese von Achtung Abzocke. Aber wir gehen mit dem da rein in den Krieg, wenn sein muss. Wir gehen auf den dritten gegen den Pokémon-Schwarzmarkt, Alter. Aber erzähl weiter, Asse. Was hast du da rausgefunden? So. Und dann hast du hier entsprechend den Preistrend, den 30-Tages-Durchschnitt, den 7-Tages-Durchschnitt. So, das ist immer das. Du ungefähr, hier, hast du ungefähre so, Werte. Du siehst halt hier, der Schnitt ist auch ein bisschen höher. Dieser Schnitt beinhaltet halt nicht jeden Zustand. Du hast halt auch teilweise Karten drin, die gegradet angeboten werden. Das hast du dann hier in den Kommentaren entsprechend. Nur Info, wann haben wir diese Pikachu bekommen? Die haben wir jetzt die Tage, ja, haben wir reinbekommen. Die liegt hier bei 20, was? Genau, die beginnt hier quasi ab 17 Euro. So, da musst du halt immer auch entsprechend gucken. Die Zustände. So, Zustände, was als Kommentar 17, eingegeben 20, werden. 21. Einfach so ein Durchschnittspreis nehmen. Einer verkauft 24. Genau, und der Preistrend ist ja auch Richtung 22, deswegen haben also wir da quasi, 20. Man kann die auch holen und für 2, 3 Euro auch eigentlich weiter. Das ist all diese Range, ja. Wir versuchen da alles möglichst. Wir machen alles fair, nach Marktwert hier. Fair nach Marktwert. Und man muss auch hier beachten, es sind keine reellen Verkäufe, sondern halt ungefähr eine Tendenz. So. Deswegen, bei manchen selteneren Karten sind da auch Listings, die dann wieder in Richtung, was ich gerade gesagt habe, mit eBay, die dann viel zu teuer eingestellt werden. Da muss man manchmal noch Recherche betreiben. Aber bei den gängigen Karten ist Card Market eigentlich die Plattform. Da macht Sinn. Und auch, wie gesagt, wir haben manchmal auch Gespräche mit Sammlern, die uns teurere Karten bringen und sagen, ja, die Karte geht aber bei Card Market für 400 Euro. Nein, die Karte ist bei Cardmarket eingestellt für 400 Euro. Genau, das wollen die haben. Wurde die aber nicht Realität. Gekauft für den Preis. Ich hatte letztens einen Fall. Einer hatte gesagt, ja, 400 Euro Minimum. Das ist der Cardmarket-Preis. Das will der Typ auf Cardmarket nur haben. Ein anderer. Letzter Verkaufstatsache, warum die 200, 250 Euro? Wen wollte er denn eigentlich veräppeln? Das heißt, wollte uns dribbeln, oder was? Cardmarket, auch wenn es sehr gut ist für kleinere Karten.
Es ist nicht das Nonplusultra, wenn es um teure Karten geht, weil da ist jetzt noch viel, viel mehr, was man da raussuchen kann. Und da geben wir uns jeden Tag Mühe mit bestem Wissen und Gewissen. Für euch auch jeden Tag hier im Laden. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr uns mal besucht habt, die Preise rauszusuchen, die wirklich die Karten an dem Tag real wert sind. Man muss ja auch sagen, ne, wer aus der Nähe kommt, gerne mal vorbeikommt. Fragen ja. hat generell, ist die echt, was hat die wert? Wir helfen euch immer sehr gerne. Das können wir immer. Aber ihr könnt natürlich... Müsst ihr keinen Druck haben oder so, was zu kaufen. Einfach reinkommen, wir beraten euch auch ohne, dass ihr was kauft oder irgendwie eine Gebühr oder sonst was. Guck mal hier. Das ist einfach ein Billigrotz. Das sieht doch gut aus, das ist eine schöne Klebefolie, Glitzer. Da kannst du wieder ein bisschen schön deine Wand tapezieren. Alle Jungs, wirklich absolute Wahnsinn, Alter. Aber sind wir jetzt doch, müssen wir doch länger arbeiten, sagst du? Müssen wir doch Geld verdienen. Sind wir nicht rich. Weg. Aber schade. Deswegen, merkt euch, wenn ein Angebot irgendwo im Kiosk oder irgendwo auf der Kirmes schöner ist, um wahr zu sein. Denkt drüber nach, was wir hier euch erzählt haben. Oder vielleicht habt ihr schon ein komisches Gefühl, weil die Päckchen nicht gut aussehen oder zu goldig sind. Sich gut anfühlen, weil irgendwas nicht stimmt. Dann glaub mir, weitergehen und einfach nur munter wischen und weiter. Und und geht eher auf die Läden, wo ihr hundertprozentig wisst, dass es die auch dort in echt gibt. Es gibt da die größten Einzelhandel-Geschäfte, die auch diese Brettspiele haben und auch in den Vitrinen die ganzen Pokémon-Päckchen. Sollen wir ein paar Namen nennen? Wenn du ein paar nennen kannst. Ja, also Müller ist etwas, GameStop ist auch etwas. Müller, GameStop, zum Beispiel. Galeria Kaufhof, sonst was. Das sind so bei uns aber auch, es gibt die Card Buddies in Hanau, super Laden, da finde ich. Es gibt viele kleinere Pokémon-Läden. Es gibt doch hier die Krokusse Online-Shop. Machen wir keine Werbung. Online-Shop, da haben wir super Top. Das heißt, es gibt wirklich viele, viele tolle Hände, auch die Lama-Karten und so, wo ihr wirklich tolle Pokémon-Karten finden könnt. Aber wenn es wirklich zu gut ist, um wahr zu sein, und wenn der Preis irgendwie nicht Sinn macht und ihr denkt, boah, der ist besonders günstig, dann ist es auch besonders Fake-Community. Deswegen einfach dann nicht kaufen. Was willst du da machen, Kiki? Ich würde sagen, Freunde, wenn ihr noch Fragen habt generell zu diesem Video, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht habt ihr gemerkt, wir gehen nicht oft auf Kommentare ein, aber schreibt es auch einfach in die Kommentare. Ich denke mal, bei dem Video kann ich oder Kiki vielleicht immer ab und zu mal Fragen beantworten, wenn was gefragt wird. Wir wollen noch ein paar Erklärvideos noch droppen. Es kommt auf jeden Fall ein richtig schönes Video auch, wo wir die Wertfindungsmöglichkeiten euch zeigen. Wie findet ihr die Werte raus von euren Karten? Ob es TCG ist oder Sportkarten. Es sind verschiedene Möglichkeiten da. Wir werden natürlich auch dann noch mehr Sachen erklären. Aber gemach. Ich hoffe, ihr habt erstmal dieses Video gemacht. Gemach, Gemüt. Das heißt langsam. Ich hoffe, ihr habt das jetzt erstmal intus, was wir hier euch berichtet haben über die ganzen Fake-Sachen. Was es alles gibt auf dem Markt. Fakt ist, lasst euch nicht veräppeln. Und gebt nicht euer hart erarbeitetes Geld für so einen Rotz aus. Kauft euch lieber so eure Karten in Original direkt oder Booster und habt mal Glück. Aber da muss man echt aufpassen. Gerade wenn man neu ist im Hobby. Wo ist mein Glockenturm nach Tara? Ja, der ist weg. Irgendwo da drin. Der ist in meiner Tasche, Junge. Der und ist auch. Ich hab den gedribbelt. Der wollte zum Resellen heute, ne? Der geht weg, Alter. Und auch das Wichtige für eBay euch. eBay 101, Junge. Wir gehen wieder zurück am Anfang vom Video. Der 4.9. Aste. Der 4.9. Nein. Hast du kaputt gemacht? Boah, der ging aber direkt durch. Was war das denn hier? Aste. Boah, scheiße. Aste, nochmal die Leute nochmal richtig hypen. Scheiße. Der 4.9. Das sag ich dir heim. Community. Das sind Fake. Wir reden über euch, über die Realität, und das findet am 4.9. in Bieberstor statt, von 16 Uhr bis 20 Uhr. Veronica Taylor, die Stimme von Ash. Das erste Mal in Deutschland, das erste Mal in Bieberstor, und wir haben die Ehre, sie mit euch hier begrüßen zu dürfen. Es gibt Fotos, es gibt Autogramme, holt eure Lieblingsstücke, wenn nicht, es wird auch Sachen hier vor Ort geben, und erlebt das einfach mit uns mit, wir freuen uns auf euch. Und das wird ein Halbtag, Aste. Das wird richtig heftig. Ich muss eins sagen, Kiki. Die Sachen hier sind nicht zum Verkauf. Das ist meine Sammlung. Die verkaufen wir hier nicht. Funkos von Ash haben wir leider auch keine. Also versucht euch selber vielleicht eine coole Funko irgendwo zu besorgen. Das heißt, ihr habt noch Karten keine. Haben wir auch vielleicht ein paar hier an dem Tag, ja. Aber ihr habt die Chance, vorab schon ein, zwei Wochen vorher euch drum zu kümmern. Sonst haben die Leute natürlich auch coole Sachen am Stand hier. Ansonsten,
Du sagst immer den Spruch, wenn weg, dann weg. Okay, ich lebe lang, Alter. Nimm diesen Spruch bitte auch für Veronika Taylor. Wenn weg, dann weg. Das heißt, wir wissen nicht, ob sie jemals wieder nach Deutschland kommt. Sie ist gerade hier. Hängt davon ab, wie gut wir sie behandeln, Alter. Oder sagen sie nicht wieder hier hin. Wir werden sie gut behandeln. Aber das, die Sache ist die, wir wollen ja auch zeigen, wie stark die deutsche Community ist für die Pokémon. Und sie wird dann auch begeistert sein, genau wie Ted Lewis und Matthew Stossman es waren. Und Jaden Page und Mitsuhiro Arita. Das heißt, sie wird einer von den Namen sein, die uns hier beehren werden. Ich sag nur eine Sache, ja? Achso, hol mal bitte das Bild dahin, was da angelehnt ist hinten da bitte. Fall auf, dass es nicht kaputt geht, der war teuer, ja? Der Rahmen war teuer. Fall auf. Guck dir an, das. Komm mal ran. Dazu müssen wir eigentlich auch noch was sagen, Mann. Ja, aber mach mal kurz. Noch ein Video machen. Vicky, Mitsuhiro Arita aus Japan, der Zeichner des Glurak und des Pikachu. Das wäre eine Riesensache. Dreh um. Der war so happy mit diesem Laden, wirklich. Wir haben den wirklich gut verpflegt. Der hat auch gut ein paar Bier weggehauen, muss man auch mal sagen. Handwerk, hast du? Ja. Und zwar hat er uns ein Bild gemalt. Two B Brothers mit Mitsuhiro Arita. Mit meinem Lieblings-Pokémon, Rosanna. Obwohl er nie Rosanna gemalt hat, hat er mir Rosanna gemalt und Kiki Pikachu. Das ist das erste von ihm gemalte Rosanna. Wirklich. Und er hat uns ein Porträt quasi gemalt, das Dankeschön. Mit einer fetten Unterschrift drauf. Das ist ja, der hat da echt einen rausgehauen, muss ich wirklich sagen. Also Mitsuhiro, wenn du siehst, Junge, bester Mann, Alter. Und wenn ihr jetzt nicht weißt, über wen reden wir? Mitsuhiro Arita ist auf der allerersten Pikachu- und Glurak-Karte drauf. Der steht sogar namentlich auf jeder Pokémon-Karte, die ich gerade genannt habe. Wer hat es erfunden? Arita hat es erfunden. Arita ist der Zeichner des Pokémon. Einer von vielen Namen. Veronika Taylor kommt genau in diese Garde rein. Freunde, ich würde sagen... Ich kann es wirklich keinem erzählen mehr. Das ist ein Wahnsinnsvideo, Kiki. Ein Must-See für jeden Pokémon-Anhänger oder muss ja mal ein bisschen Know-how hier raus. Wir machen das nur, um euch wieder was zu erklären, weil nicht jeder weiß Bescheid. Pokémon-Anhänger hatten die auch auf dem Flohmarkt. Hatten die? Ich glaube, wir gehen zusammen mal nächstes Mal ein bisschen shoppen. Dann nehme ich die Kleingeldkiste mit hier. Yes. Ich habe oben auch Kleingeld. Ich sammle Kleingeld für neue Schuhe da oben. New Sneaker da oben auf dem Schrank. So, Sneaker. Wenn ihr was hat, bringt Kupferteile mit, Freunde. Freunde, war geil? War geil. Gehen wir raus. Das war nicht geil. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was dazugelernt. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Kommt vorbei. Und wenn ihr andere Erklärvideos haben wollt, schreibt es gerne runter in die Kommentare. Wir gucken uns das an. Habt, was wir euch mal erklären sollten, auch gerne in die Kommentare. Nur nochmal reingegrätscht. Veronika Taylor kommt am 4.9. 4.9. von 4 Uhr. Die Frau hat unsere Kindheit geprägt, also für alle in meinem Jahrgang. Wenn ihr jetzt zuguckt, 4.9. kommt Veronika Taylor. Am 7.9., ihr kennt unsere Videos, da haben wir wieder eine Trading Night. Boah, die wird heftig, das heißt, Alter. Wir reden über zwei Events in derselben Woche. 7.9. sind wir von 10 Uhr morgens bis von Ende offen da. Also ihr kennt unsere Videos, wenn ich googelt B-Brothers Trading Night, ihr werdet hyped sein, was da abgeht. Wir reden über hunderte von Sammlern, die hier sein werden. Morgens bis abends wird durchgetauscht. Wenn ihr plant, von weiter weg herzukommen, nehmt vielleicht Veronika Taylor mit oder den 7.9. Trading Night. Ihr werdet es nicht bereuen. Nur damit ich das auch schon mal teaser, wir haben zwei Events in einer Woche und die werden heftig werden. Ich hab schon Angst, meine Knie tun schon jetzt schon weh, wenn ich dran denke, Alter. Deswegen, ey. Ohne Kohle keine Jole, Junge. Ohne keine Jole, die war noch nie. Und das ist keine Jole und keine Kohle. Ich würde sagen, ich geh mal rein, Junge. So. Wollen wir verabschieden, oder? Das Tor Kapschu, Alter. Aste, die Abschiedung. Verabschiedung. Mach nochmal Schnick, Schnack, Schnuck für die Cam, Alter. Ich bin Europäer, das kann ich abschließen. Komm, mach nochmal Schnick, Schnack, Schnucki, Alter. Geh da rein. Ach, bin ich verloren. Geh da rein, Kiki. Geh rein. Ich bin wieder verloren. Geh rein, Kiki. Komm, Junge. Geh rein. Wieder. Absolute Gen auf sein Gebiet, der Kiki. Die Koryphäe, Alter. Ich nehme immer Schere. Schere schlägt Papier, Alter. Let's go.